Hi und willkommen zur nächsten Runde Vampire Survivors mit Zellos und Barry. Hallo. Hallöchen, Papöchen. Ja, letzte Runde habe ich mein Bild vorgestellt. Heute ist Zellos dran. Nice. Und er darf jetzt kurz direkt entscheiden. Vorschlag? Ja. Wollen wir, damit wir den Anfang zeigen, dass er ohne Power-Ups spielt oder mit? Oder? Wir können auch mitmachen. Was meinst du mit Power-Ups? Ja, die man geskillt hat, diese ganzen Sachen. Aber lass einfach drin. Ich finde den alten Mann, den Pop, einfach irgendwie geil, wo ich den jetzt gerade in der Vorschau gesehen habe. Ich würde auch sagen, wir lassen es drin, weil sonst wird es ja, schwer. Alles gut. Ja, irgendwann. Der alte Mann Pop. Oder Po, oder wie heißt der? Ich habe ihn noch nicht gesehen, Moment. Oh, oben rechts. Der mit dem Knoblauch. Also, der Knoblauch sieht übrigens aus wie ein Arschloch. Total. Ja, also den möchtest du spielen? Ja, alter Mann, los. Okay. Achso, Moment, ich muss nur noch kurz durchlesen, was er überhaupt macht. Permanent Pickup Range und minus Health. Ach du Scheiße. Ja, ist egal. Wir machen jetzt hier Hard Mode. Guck nur kurz. Okay, alles klar. Welches Level? Alter Mann ist doch gerne in der Bibliothek. Komm. Okay. Geh in die Bibliothek direkt. Arcanas, ich würde mal sagen, wir lassen mal den Hyper-Modus raus. Einfach damit es nicht mehr so sehr ruckelt. Ja. Fury und Arcanas lassen wir drin. Das ist okay. Endless und den anderen Scheiß brauchen wir auch nicht. Übrigens, Endless heißt einfach nur, hört nicht auf nach 30 bist Minuten. Bist du tot, bist du quasi. Genau. Mir ist aber passiert, dass ich immer bei 45 Minuten das hat sich mein Spiel an der Xbox verabschiedet. Ich weiß nicht warum. Ah. Inverse macht alles nochmal schwerer und Limit Break ist, du kannst alle Items unendlich weiter verbessern. Ah. Okay, macht aber irgendwie keinen Spaß, finde ich. Also deswegen. Mhm. Okay, Zellos. Okay. Willst du jetzt einfach mal irgendeine Zahl sagen oder eine Karte aussuchen? Weil ich will jetzt eigentlich nicht alle 30 Karten, 20 Karten. Ich würde einfach mal random einfach mal 4, 7, 20. Es sind 3 und du kannst mir jetzt sagen, mit welchen du anfängst. 4, 7 oder? 4, 7 und die 20 einfach. Ganz simpel und gecrackt hier. Machen wir einfach mit der 4 zuerst, oder? Mir ist es egal. Machen wir mit der 4 zuerst. Okay. Also das heißt, wir bekommen 3 extra Revives, was gar nicht so schlecht ist. So, ja. Der alte Mann hat mehrere Probleme. Erstens, er ist arschlangsam. Zweitens, er macht überhaupt gar keinen Schaden am Anfang. Okay, was ist das für ein Ding jetzt? Das darfst du jetzt raussuchen. Wir geben dir keine Tipps. Wenn mich Telos das fragt, dann... Ich nehme einfach mal die Bibel, ich mache Castlevania-Style. Okay, Bibel und Knoblauch ist schon mal eine gute Kombination. Vor allen Dingen für den Anfang. Die Frage ist nur, ob ich weiter als Anfang komme. Okay, mal schauen. Oh, ich fand die Whip eigentlich ziemlich stark. Würde ich auch wieder nehmen, tatsächlich. Gut. Wie langsam das auf einmal, wie entspannt das ja. ist. Ja, im Vergleich zu vorhin. Auf jeden Fall. Okay. Wir haben... Du hast das Welpen-Cooldown. Ich finde den Welpen-Cooldown finde ich gut. Warte, Zellos. Ich glaube, auf der Map gibt es doch das Buch, was man einsammeln kann, ne? Den Tipp sollte man vielleicht schon geben. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, dann ist es vielleicht nicht so. Ich ignoriere, was ich gesagt habe. Ja, außerdem, Zellos hat gesagt Buch. Ja, gibt es tatsächlich Bücher. Aber das macht ja nichts. Ja. Ich mag Bücher. Wir kommen da eh nicht ran. Mit dem Charakter. Ist ein alter Mann, der mit dem schaffst du es nicht, kannst du vergessen. Das ist jetzt keine Möglichkeit. Aber Bücher. So, was darf sein? Thunderfeather Garlic. Base Area Up. Achso, das ist die Reichweite. Das obere. Das ist eine Verbesserung vom jetzigen Knoblauch quasi. Puh, ich finde eigentlich das obere und das mittlere gut, aber ich würde tatsächlich das mittlere einfach mal sagen, weil der Freeze war schon Info. Cool. Zellos, erstens, das sind alles Waffen. Wir haben 6 Waffen insgesamt nur. Grundsätzlich ist es besser, Waffen erstmal hoch zu machen. Wenn du mit 6 Einstufen Waffen dastehst, wirst du nicht lange leben. Also, dann würde ich das Garlic nehmen. Ja, den Tipp sollten wir, ja. Das wäre wichtig, weil sonst sind wir in 3 Minuten tot. Ja. Also, definitiv. Okay, nimm Garlic. Jetzt sind es nur 4 Minuten, das ist besser. Also ich finde das Knoblauch am Anfang unfassbar stark, später am ist Anfang schon, so ja. Die Frage ist nur, na gut, mit der Bibel zusammen ist es schon echt eine geile Kombination, ne? Also, ich liebe die Bibel in dem Spiel. Ja. MC Nearest Enemy was Boomerang Effect. Nah, das Cross ist glaube ich nicht gut. Ich würde wieder whippen. Whip that shit. Mirakel? Mirakel Whip. Cool.
Nur die Whip, die du da kriegst, die macht andere Miracles. Unter Umständen. Ist Zellos seine Auswahl aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Kurze Erklärung, Zellos. Du siehst jetzt bei dem Pomarola, siehst du Evo Knoblauch. Das bedeutet, das Item brauchst du, um den Knoblauch weiterzuentwickeln. Okay. Wo du das verstehst. So, was darf sein? Ich würde dann doch mal das Pomarola. Pomarola, das hört sich ja lecker an. Es ist auf jeden Fall Health Increase, also, ne? Mhm. Ja, regeneriert HP, glaube ich. Regeneriert HP, genau. Genau, das ist auf jeden Fall sehr viel wert jetzt hier. Vor allem mit dem Charakter. Ja. Also gute Auswahl ist ja Zellost. Ja. Ich würde tatsächlich das Garlic nochmal nehmen. Cooldown Reduce ist immer eigentlich ganz nett. Ja. Ist auch ganz praktisch, was du hier gemacht hast, weil das Cooldown Reduce ist sowohl für die Bibel als auch für den Knoblauch und für den Ach, das gilt für alles? Gut. Ja, das gilt für alles. Ja. Okay. Die gehören haben fast alle Wirkungen auf alles, nur dass halt nicht alles miteinander entwickelt. Ich glaube, das King Bible nehmen wir nochmal an der Stelle, weil das mit dem mehr Projektilen ist immer gut. Ja, das ist sehr, sehr gut, die Entscheidung. Aus Castlevania-Erfahrung meine ich immer, du hattest dann anfangs auch nur zwei und dann hattest dann noch fünf machen können, hattest einen richtigen Schutzschild. Ja, so soll es ja auch sein. Und mit Garlic und Bibel hat man allgemein einen ziemlich guten Schild. Ja. Was sind die anderen Singer? Base Area hoch. Ist jetzt die Frage, macht der Duplicator Sinn? Aber ich glaube, wir machen lieber die Garlic. Gute Entscheidung. Ja. Ich glaube einfach, der Base Damage sollte noch höher sein. Hm, wir können schon fast so ein bisschen hier einfach stehen. Und sogar auf AFK stehen bleiben. Ja, das ist nicht schlecht. Opa hat gerade vergessen, was er machen wollte. So. Chance to freeze enemies in time. Okay, Magic Wand, blablabla. Ach, das Magic Wand hängt mit den Büchern zusammen, aber das machen wir wahrscheinlich eher nicht. Ich würde das Freezen nehmen. Das zweite, ja. Aber mal gucken. Ich fand das Freeze eigentlich mal ganz praktisch hier. Ja, Effekt Last Longer finde ich eigentlich ganz direkt cool. Ja, nur kurz als Info für dich, wir können das Freeze jetzt nicht entwickeln. Außer du sammelst dieses Item ein, wo die Items zu uns kommen. Das ist das Einzige. Ja, ist okay. Aber das Freeze ist trotzdem nicht schlecht. Das ist auch gut, das kann man auch so spielen, genau. Puh, Retaliatory Damage bei 10%. Puh, ich weiß jetzt gerade nicht, was dieses Retaliatory Damage bei 10% bedeutet an der Stelle. Jetzt hätte ich gedacht, machen wir das vielleicht, aber... Relativer Schaden um 10% verringert. Okay, ja, ich mache aber trotzdem mal mehr HP Recover. Das hört sich eigentlich ganz praktisch an. Ich brauche mehr Bücher. Ich möchte mehr Bibeln haben. Base Damage up bei 2, ja, finde ich gut, Garlic. Lieber ist Garlic. Ja, der Schaden, den der Knoblauch macht, ist jetzt nicht schlecht. Mhm. Ist eine gute Aura an der Stelle. Ja. Mehr Range. Ich finde die Range eigentlich immer ganz gut. Einfach, dass du ein bisschen mehr Zeit hast zum Reagieren. Ja, Knobi. Gut. Knobi! Wir kriegen Poe noch zum High Level. Ein Buchupgrade, warte. Base Speed und Space Area. Boah, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Würde ich mal nehmen. Die Bibel. Die Bibel. Sag am besten kurz einfach Bibel, was auch immer, dann weiß ich gleich Bescheid. Okay. Ja, bei mir ist im Grunde eine Verzögerung. Ja, kein Problem. Würde das obere nehmen. Puma. Pomarola. Pomodoro. Jetzt gibt's nur Level ab. Ich hab gleich Hunger auf Nudeln. Zellos ja, schon. Hatte ich vorhin. Ah, nee, ich würde mal das King Bible geben. Das ist gerade ein geiler Damage ab. Ja. Los, meine Bibel, los. Hier würde ich, glaube ich, den Clock Lancet nochmal nehmen. Ja. Mal mehr Cooldown Reduction. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus hier gerade. Mhm. Ja. Ist jetzt alles Intuition, keine Ahnung, was praktisch ist. Oh, Projektile, mehr Projektile, gib. Bibel. Bibel. Ich mag Bibeln. Sag dir, die Bibeln carryen uns an der Stelle hier durch. Wenn das nicht so schnell und hektisch ist, das Spiel sieht das sogar recht hübsch aus. Ja. Sehr geil. Was? Ach, übrigens, kurz noch eine Info. Okay. Du hast die Möglichkeit jederzeit zu rerollen, rechts 10-mal die Items zu skippen, da bekommst du ein halbes Level, oder zu banishen, dann wird ein Item komplett aus den Optionen rausgenommen. Also wenn ich das Schwert gerade lese, ich glaube, das ist gar nicht so gut, ne? Also ich würde mal vermuten, machen wir mal einen Reroll. Das Schwert finde ich auch richtigen Müll, ja, tatsächlich. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Cooldown Reduction oder Character Gets Luckier. Was bringt denn eigentlich der Luck tatsächlich? Das
Mehr Auswahl an Items. Mehr Drops bei den Chests kannst du auch 3 oder 5 Items drin haben. Ach so. Glaub, ja, nee, wir machen Garlic. Und man könnte hier unten steht's increase your luck for chance to get 4 choices. Na, also man kann noch eine 4. Auswahl bekommen, wenn man mehr Glück hat. Also man kann auch so das bekommen, weil ich einen Grundwert habe, den ich schon erhöht habe. Ich habe halt das Gefühl, wir sind noch zu low level, als dass ich das machen könnte tatsächlich. Battery up, Damage up. Ich finde aber dieses Hollow Heart, ich denke, das müssen wir schon ein bisschen auf die WIP gucken. Ich würde die Hollow Heart nehmen. Ja, ist vernünftig. Sollte man, also man sollte schon so bei den paar Items darauf achten, dass du die Kombination drin hast. Möglichst bei allen, wenn es möglich ist. Ja, und dann nehmen wir direkt die WIP an der Stelle. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Piu, piu, piu. Das hört sich vor allen Dingen lustig an, wie die Bibel einfach blub, 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 blub. Ja. Ganzen Gegner hier zum Blicken. Ich finde das dieses intuitive Geräusch, wenn du diese Dinge einsammelst, ist auch ein guter super, Ton. Ja. Hier der Garlic. Also für das Unterbewusstsein. Also Garlic haben wir jetzt auf der höchsten Stufe. Okay, so wie. Dann bald entwickeln. Okay. Was ist denn das Buch? Mehr Speed Area. Ja, mach mit der Bibel nochmal. Jo. Ja, aber sieht doch bisher gar nicht so schlecht aus. Ja. Sieht eigentlich ich geh halt nach gerade nach Castlevania-Logik und was sich von den Zeilen her gut anhört. Silver when defeated enemies might drop hearts. Mhm. Das ist das Item, was ich vor uns spielen wollte, was dann in der Entwicklung die Defense der Gegner verringert. Okay. Ja, genau. Doch, das würden wir dann probieren. Ich nehme mal das Silverwind. Achso, ja. Man muss aber dazu sagen, nicht, dass das hier jetzt wirkt, dass das Spiel so einfach ist, weil Zellos hier instinktiv die guten Entscheidungen trifft. Du musst hier auch, weil es halt ein Roguelike ist, teilweise so ein bisschen farmen und dir die Items kaufen. Also das ist jetzt kein normaler Anfang, den Zellos hier hat. Aber er macht Pomarola nehme ich eine Mal. Er macht es trotzdem gut mit der Auswahl der Items, aber er hat es natürlich ein bisschen einfacher, weil Rekus alles freigeschaltet hat. Ich bin also, ich denke halt typisch RPG-Logik, ich denke ja, richtig, das bessere Zahlen, bessere Cooldowns sind immer schön. Boah, Whip und Bible sind beide geil. Ich nehme die Bible. Kein Problem. Mach mal alles möglich, Zellos. Ich hätte gerne die Nummer 5 mit mehr Pommes. Pommes sind leider aus. Scheiße. Ja, mehr Projektil Bibel. Gib. Voll geil. Ein Herzchen für uns. Oh, das ist okay. Und ein bisschen Gold. Oh, das Schaden sieht echt nicht schlecht aus. Oh, noch eine Truhe. Oh, jetzt sind 3 Items drin. Jetzt sollte ich vielleicht doch mal auf Luck gehen. Oh, Whip zweimal, Alter. Jetzt geht's ab, Alter, hier. Jetzt rasten wir aus. Man kann ja in dem Hauptmenü, sag ich jetzt mal, sag's einfach selber. Das gilt man ja auch Luck. Ich würde Pomarola. Das habe ich schon gemacht, ja. Im Hauptmenü, das ist schon, das Luck ist schon auf höchster Stufe. Ja, das meinte ich ja, das ist es für Zellos so als Info und für die Zuschauer, die das Spiel vielleicht nicht kennen. Ist immer schwierig, was zu erklären, weil andauernd ist ein Ab und dann muss ich eigentlich die Schnauze halten. Ja, ich weiß. Zellos muss einfach kurz dazwischen rufen, wenn ein Level Up ist, das ist ja kein Problem. Alles gut. Muss auch nur ganz kurz dann lesen, was da jetzt tatsächlich auftaucht, weil das ist immer so, wenn du gerade das Spiel noch nicht kennst und die Effekte nicht kennst und so, dann bist du mal kurz dabei. Silverwind. Mehr Projektile hören sich eigentlich immer ganz angenehm an, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Alles, was Cooldown geht oder in Speed geht oder sowas, finde ich eigentlich immer ganz nice. Was sind das für komische Blobs an der Stelle, diese grünen da? Wie geht? Slimers. Er ist so langsam hier, der alte Mann, ey. Voll krass. Ja. Aber der hat eine unpenetrierbare Wand aus Büchern. die Lancet, also das obere. Ja. Weil die Stone Mars gerade mit ein bisschen mehr Coins, das interessiert kein Schwein, glaube ich. Nee, das ist wirklich egal. Also auf Gold brauchen wir ja wirklich nicht mehr achten. Nee. Alte Mann schmeißt mit Büchern und stinkt nach Knoblauch. Er macht alles richtig. Ich würde hier das Hollow Heart nehmen. Einfach ein bisschen mehr HP. Ja. Weil er schon so langsam ist, der gute Mann. Ha, davon träumen wir doch eines Tages dann mal so sein, so wie er. Einfach an der Stelle mit Büchern schmeißen und nach Knoblauch stinken. Oh ja, Knoblauch. Oh, jetzt gibt's die Fünfer Runde. Das ist immer schön, dass wir mal durchlaufen. Ich finde das Geräusch auch cool von diesen Truhen. Ja. Alter, voll komplette Ausrastung Disco, Alter. Ja, aber hallo, guck mal, dreimal die Whip. Junge. Okay, ja, Whip im Good, ne? Ja.
Opa, be whippen. Whip ist fertig. Ja, easy. Müssen wir nur gucken, ob wir das hier weg entwickeln können, dann, wenn dann das nächste Level-Up kommt. Ja, sollte klappen. Ach, das Spellbinder evolved das Ding. Ja, da machen wir nochmal einen Spellbinder. Das sollte keine Frage sein, sonst. Das ist absolut richtig, ja. Ist jetzt nur die Frage, was meint er denn tatsächlich, welche Effekte der da verbessert? Ist das dann ja, das ist bei jetzt den Büchern die Fläche, tatsächlich. Ach so, die Fläche. Magic Wand. Weil das Turm würde ich nicht machen. Jetzt ist voll übrigens deine Items. Also du kannst jetzt keine Waffen mehr dazu bekommen. Okay. Nur noch zwei Slots für Verbesserungen. Die Arcana-Dinger. Nee, Arcana fehlen noch zwei und zwei Items, Bonus, also diese extra Items, die keine Waffe sind. Okay, alles klar. Cooldowns, also Clock Lancet. Ja. So, ich hab hier gerade einen mega Slowdown. We got to slow down. Slow ride. Ach nee, low ride. Take. Effekt last longer. Ich hab Mist erzählt. Das dauert einfach länger. Also zum Beispiel, dass die Bücher verschwinden. Das ist bei den Bibeln aber sehr stark. Genau. Ach so, einfrieren und sowas an der Stelle, meinst du? Genau, sowas auch, ja. Ach so. Ja, komm, dann machen wir den Spellbinder nochmal. Finde einen ganz praktisch vom Grundgedanken hier. Ja. Später werden sich die Bibeln sowieso die ganze Zeit unterbrochen kreisen. Ja, aber dann müssen wir erstmal entwickeln. Ja, das möchte ich noch machen. Die Lancet nochmal. Effekt lasts one second longer, okay. Also auch nochmal das in Verbindung mit dem anderen. Okay. Ja, also einfrieren finde ich sowieso ziemlich gut in dem Spiel. Ja, finde ich sehr strong, wo ich das bei dir gesehen habe. Der alte Mann mit seinem Knoblauchatem, der geht ja gerade ab. Puh, uns bleibt ja vorbei. Können wir das Attractor Orb überhaupt noch nehmen? Das wäre super, das wäre ein gutes Item. Okay, dann würde ich nehmen. Wir sammeln momentan quasi nichts ein, weil es einfach einen halben Meter zu weit weg liegt und der Mann umfällt auf dem Weg. Ah, okay. Alles klar. Nee, weil ich habe nicht mehr so viel laufen. Wir haben noch einen Slot haben wir noch. Für einen neuen Slot. Einen Slot haben wir noch. Mach Magic Wand. Mehr Projektile sind immer schön. Jetzt sieht man auch mal, was passiert hier mit den Items, ne? Bei dem Modus, wo ich vorhin war, halt gar nichts mehr gesehen, wo es noch Blitzlicht eigentlich. Jetzt siehst du auch tatsächlich, dass da so kleine Lichtchen an der Stelle automatisch schießen. Man sieht auch genau, das ist der Magic Wand, diese blauen Feuer, weißt schon, Magiebälle. Deswegen kann es auch sehr entspannend sein, das Spiel zu spielen, wenn du es einfach mal so auf 30 das Minuten spielst. Das hat ja auch was Befriedigendes, wenn du das so ein bisschen beobachtest. So, das ja, ist gemütlich, ne? Vor allem, wenn der alte Mann sich den Rücken hält beim Laufen. Ja, voll entspannt. Wobei, wenn man das abends spielt, hat man schon häufiger dieses, ach, noch eine Runde, noch eine Runde. Ja, das stimmt. Einmal Magic Wand, bitte. Das habe ich auch immer gehabt, Barry. Ja, ich habe eine halbe Stunde Zeit. Was? Jetzt habe ich das eineinhalb Stunden gespielt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, das hat so ein bisschen den Smash Bros. Effekt. Ah ja, jetzt noch eine halbe Stunde kommen. So, klemm mal den Boss hier bis in die Ecke. Halt sehr entspannend und befriedigend, ne? Das Spiel. Bam, 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 bam. Scheiß was auf Diablo 4. Opa ist der Beste, guck dir das an. Wir haben die Whip entwickelt. Das ist gut. Das ist gut, ja. Nehme ich gerne. Schuh! Ah, es ist nochmal ein Attractor-Op. Ja, komm, nimm mit. Pickup Range. Ist gut. Wenn du dann das letzte Item gewählt hast, würde ich dann die Entwicklung ja einfach durchdrücken, ne, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ist gut, ja, ist gut. But we whip good. Okay. Na gut, mir bleibt ja jetzt nichts. Ich kann ja nichts anderes nehmen als das Turm, oder? Du kannst alles davon nehmen. Du hast noch einen Slot frei. Okay. Das sind alles Bonus-Items. Du könntest jetzt mal überlegen, ob davon was dabei ist, was dein Bild so ein bisschen. Ah, okay, aber der Epic-Turm, der Turm macht ja für alle an der Stelle Cooldown Reduct, ne? Also ja, auch für alle anderen. Ja, und für alle das andere, was die halt machen. Aber entscheide du, es ist. Ich lese noch kurz. Ja, aber ich mach das Turm. Mach den Turm. Mach den Nylock. Wusch! Wusch! Ach, so ein schönes Spiel war das. Ja, das war wirklich toll. Juh. Ja, also der Opa, der macht jetzt gerade hier seine Runden. Das gefällt mir ganz gut hier. Effekt lassen, eine Cooldown Reduct. Ich mach mal den Tome erstmal. Servus, kannst du kurz in den Chat schauen, bitte? Da gab es irgendwie zwei. Ja, das ist ein Spambot. Ja, das sind Spambots. Okay, alles klar. Ich hab's jetzt nicht richtig gesehen. Deswegen habe ich da gar nicht drauf reagiert. Okay. Sie. Wir mögen Bots. Manchmal.
Wenn sie mir schreiben, dass ich gut aussehe heute. Attack Top! Der Magic Wand hört sich zwar auch nicht schlecht an mit mehr Projektilen, aber ich denke, das ist ganz praktisch, wenn man jetzt hier die ganzen XP. Ui! Achso, wir können ja jetzt gar nicht mehr frei auswählen, fällt mir gerade ein. Achso? Nee, wir haben jetzt nur die vier und wir können auch rerollen. Wir können auch das haben, was, wenn du willst. Roll ich so lange, bis deine kommen. Was hast du gesagt? 4,27. 4,27, genau. Die sind hier alle nicht dabei. Nee. Das ist die 8. Nee. 7, hier. Da sind die 7. Dragon Projectiles. Das wird jetzt für dein Wirt gar nichts bringen. Ist egal. Möchtest du es trotzdem? Ich würde einfach rerollen, bis wir vielleicht mal die anderen bekommen. Also die 4 und die 20. Was ist das hier? Gamekiller. Einfach mal probieren. Die 4 haben wir ja schon. Es fehlt nur noch hier, die 20. Silent okay. Gives 3 rerolls, skip and banish, gives 20 might and minus 18 cooldown. Okay, ja, das ist alles klar. Ja, das hört sich gar nicht mal so verkehrt an, tatsächlich. Das passt schon, ja. Oh, die aber jetzt ist einfach nur nice. Never ends. Bam, bam, gib ihm. Schön. So, da ist er. Ach, das sind so rote Bibeln jetzt. Sind so, ist ja cool. Sind eher so wie so eine Seite von dem Buch. Ist der zweite Teil. Genau. Ist die Fortsetzung. Mach mal Attractor Hop. Ich finde, das ist noch ziemlich praktisch jetzt gerade noch. Später kann man ja immer noch auf Dings gehen. Die Frage, habe ich jetzt eigentlich noch Möglichkeiten, großartig was zu verbessern? Oder ist das jetzt schon... Du hast jetzt schon beim Magnum Opus. Es gibt ein paar gute Items jetzt noch, die dein Build abrunden würden. Zum Beispiel Spinach ist für jeden Build gut, weil das extra Schaden macht. Oder Area vergrößern oder ne, sowas in der Richtung. Mhm. Ich mach mal den Silverwind nochmal. Yes. Base Damage ist immer schön und Speed Up ist auch immer schön. Hört sich schon gut an. Sag mal, haben wir die Zeit gar nicht? Habe ich die Zeit rausgenommen? Ist Hurry? Nee, 18, 19, 20. Nee, es geht doppelt so schnell, ne? Ich war gerade kurz verwirrt. Geht doppelt so schnell, meine ich auch an der Stelle, ja. Nee, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe das noch nicht rausgenommen. Ich auch nicht so sicher. Cooldown Reductor, Tom. Weißt, wir sind jetzt halt bei 13 Minuten und wir sind bei 22 Minuten Aufnahme. Das würde wiederum bedeuten, dass es keine verdoppelte Zeit ist. Wo ist denn das da? Das ist eine. Ach, Evolved Garlic. Soul Eater. Steals Hearts, Power Increase when Recovering HP. Ja, geil. Guck mal unseren Opa, Alter, wie er sich jetzt hier macht. Ja, nee, es ist nicht beschleunigt, tatsächlich. Nee, ist normal. Hab ich das rausgenommen? Hab ich das Falsche rausgenommen? Vielleicht hast du das Falsche rausgenommen. Komisch. Aber mal den Spellbeiner. Ja gut, ich weiß nicht, eine halbe Stunde wird wahrscheinlich ein bisschen viel jetzt, ne? Dann müssten wir jetzt... Ja. Soll ich einfach dann eine halbe Stunde dann so abbrechen? So, das ja. Das können wir notfalls, ja. Können wir dann notfalls auch machen, klar. Und das sind jetzt noch 7 Minuten, das sollte vielleicht passen. Mhm. Piu, piu, Opa macht piu. Dann hat man das Spiel auch mal gesehen, so aus allen Facetten. Ja, ist ja nicht so schlimm, dass wir das jetzt nicht beenden, ne? Dann können wir es mal in Ruhe machen. Also so sieht es normalerweise aus, wenn man nicht völlig irre ist und hier Vollgas gibt. Man kann auch reagieren auf Dinge, tatsächlich. Ja, Vorteile. Das ruckelt noch nicht so sehr und so. Base Damage, Effect Last, machen wir Silverwind. Ein bisschen gucken, dass die anderen Projekte da nochmal ein bisschen besser werden. Aber guck mal, der alte Opa, ne? Der ist eigentlich mitten in der Rente, Alter, und ist voll der krasse Sorcerer an der Stelle. Das ist irre. Ist ganz cool. Einfach irre, dieser Typ. Einfach Wahnsinn, der Kerl. Aber das Spiel wird schon ganz schön verlangsamt jetzt. Ja, das ist schon krass jetzt, ja. Ach, 2 mehr Projektile, ist geil. Oh, Entschuldigung, ich hab falsch gedrückt. What? Sorry. Ich hab nicht richtig nach unten gedrückt, ja. Das war so die Bewegung, ne? Dann fließen die nächsten Knopf. Wäre quasi mein nächster Gedanke gewesen. Okay. Mehr Projektile ist immer schön. So ist es, wenn man bei Smash plötzlich abstürzt, obwohl man denkt, man ist eigentlich gesprungen. Der Input wurde gefressen. Bist du jetzt ein Silverwind? Jetzt sind wir mal ein Silverwind, genau. Mehr Piu Piu. Guck den dir an, Alter. Stinkt nach Knoblauch und hat einfach tausende Lichter um sich herum. Läuft bei ihm.
Vor allem ist der Knoblauch jetzt nicht mehr nur diese Welle, die vorher um ihn rum war, sondern so ein riesiges schwarzes Feld. Ja. Das kann nur ein gutes Zeichen sein. Oder der Knoblauch ist schlecht. Field of Death. Nee, der Knoblauch ist gut. Das ist genau das. Das habe ich auch jedes Mal im Real Life, wenn ich Knoblauch esse. Supermint. Haben wir schon mal Damage drauf. Duplikator finde ich jetzt auch nicht uninteressant, aber ich würde vielleicht nochmal kurz warten. Das ja, wäre auch möglich. So, jetzt haben wir den Silverwind. Ach nee, das ist die nächste Stufe. Verdammt, ich dachte schon. Ah, okay. Ach, slow down. Take it easy. Make it boring. Make it boring. Make it slow down. Ja, Silverwind, ne? Gib ihm. Haben wir jetzt alles? Aber hast du das denn, Rikus, als du das gespielt hast, immer auf der Xbox gespielt und jetzt auf dem PC wegen der Aufnahme, oder? Genau. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt auch gekauft, aber ich meine, die 5 Euro haben sie jetzt halt mal, das Spiel. Ja. Ja, eins von diesen Indie-Spielen, die sind dann explodiert, weil sie auch günstig waren an der Stelle. Ja, wahrscheinlich. Aber 5 Euro, das ist ja auch, ne, das ist ja auch so okay. Dann noch 2 oder 3 Euro für das Add-on, das ist völlig in Ordnung. Ja, absolut. Ja, und dann habe ich es halt, ne. Ich habe meinen Rechner halt auch seit Ewigkeiten nicht mehr angerührt. Ne? Also der ist jetzt schon ganz schön in die Jahre gekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon habe. Okay. Spendet Rikus einen neuen Rechner. Nein, nee. Ja, genau. Sein OnlyFans muss finanzieren an der Stelle. Ah, das ist schön. Wir machen bald einen Wirt-Kalender noch mit dem Rikus. Der ist auf jeden Fall auch in die Jahre gekommen. Oder so. Der hat. Wann ist denn Risen 3 rausgekommen? Und Risen 2? 1900, keine Ahnung. Ja, mach Magic Wand. Wann ist denn Risen 3? Soll ich mal gerade gucken, wann das rausgekommen ist? Wann Risen 3 rausgekommen ist? Ja, war das Risen 3? Ich google mal. Ich glaube, es war die 3. Das war, glaube ich, eins meiner ersten Spiele auf dem Rechner. Dann gucken wir doch mal. Risen 3. 2014. Oha. Also dann spendet mal Rikus und mir und Zellos einen neuen PC. Genau, Rikus PC ist veraltet, spendet uns mal bitte allen einen neuen. Ja, bitte, einfach allen einen neuen spenden. Meiner ist von 2016 oder 17, glaube ich. Krass, das merkt man gar nicht. Ich hab damals alles so high-end gekauft, wie mir. Achso, Zellos? Ja, aber ich finde, glaub, die PCs. Wir müssen jetzt was Neues raussuchen, ne? Ah, müssen wir was Neues raussuchen? Ja, es gibt jetzt fast alles andere fertig. Du kannst es gerne mal durchschauen. Puh, meine OBS-Verbindung ist verloren gegangen übrigens. Okay. Also die finde ich jetzt alle nicht nützlich für dein Bild, die 3. Finde ich alle nicht also gut, richtiger nee. Schrott quasi. Was heißt ein Area of Attacks an der Stelle? Das heißt, dass die Fläche der Attacken vergrößert wird. Zum Beispiel für Bibel oder Garlic. Also würde passen. Armor geht immer. Ja, könnten wir theoretisch auch machen, ja. Ich überlege gerade, ja, doch mal die Candelabra. Candelabra? Hast du gerade Skelabra gesagt? Genau, das ist Gelaber. Was ich nur gerade sagen wollte, ich finde, man merkt das bei PCs nicht mehr so krass, weil anders als vor so 15 Jahren oder so, verbessern sich die PCs nicht mehr so stark für den normalen Markt. Das stimmt. Das ist auch natürlich utopisch, was du aktuell zahlst für Grafikkarten. Ja, ich denke, das Einzige, was ich jetzt irgendwann mal machen würde, wäre vielleicht mal ein Mainboard ein Dings austauschen, CPU, weil meine ja auch schon über 9 Jahre alt ist. Und ich spiele halt auch gar nichts mehr am Rechner, ne? Also nichts, was irgendwie Leistung frisst. Ich spiele eigentlich nur alte Spiele, dann mache ich ein paar Aufnahmen mit euch. Das meiste läuft über die Switch und wenn ich für mich spiele, ist es Switch oder Xbox. Also. Ja, eben. No. Bei mir ziemlich ähnlich tatsächlich. Schön. So, wir haben jetzt dein Bild übrigens soweit fertig. Ne? Ja, wunderschön, sieht das aus. Es fehlen noch die 3 Stufen für den Kandelaber. Ich würde vielleicht sagen, wir haben jetzt noch eine Minute 20. Spät, ja, wollen wir vielleicht das. Ja, ist egal, oder? Ob wir das eine wir noch fertig bekommen oder nicht. Die Frage, wann kommt der nächste Boss, dass man den vielleicht noch miterlebt, oder? Ich glaube, also ein sicherer Boss kommt bei 25. Okay. Glaube ich. Weiß aber nicht, ob das in jedem Level so ist. Ansonsten kommen die irgendwann. Ich habe da kein Muster erkannt bis jetzt. Das ist echt krass, wie ich glaub, langsam bei 20 der Minuten kommt so ein Mini-Boss, aber. Ja, aber so wie die Zeit gerade läuft. Noch langsamer als langsam gerade. Ja, vielleicht wir hören einfach gleich auf. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich denke, das ist gut. Ja, aber ist lustig auf jeden Fall. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir den alten Mann da so als krassen Killer hinkriegen, aber ich finde es interessant. Ich hätte es gern zu Ende gespielt, tatsächlich, weil ich mal hätte wissen wollen, wie das so gegen die letzten Minuten dann so steht, weil das ist dann interessant. Der Bild ist auf jeden Fall brauchbar, nicht schlecht auf jeden Fall. Der könnte vielleicht sogar, ne, richtig gut sein. Müsste man halt irgendwie mal antesten.
Wie kannst du einfach in der Mitte stehen? Lass mal einfach mal eine Stunde oder zwei stehen. Mal gucken, das habe ich euch passiert. Ja am Anfang mal geschickt, ne? Als ich das erste Mal gespielt hatte, habe ich geschafft. Dann habe ich euch ein Video geschickt, wie ich das hier komplett einfach stehen lasse und warte. Und einfach nur noch Levels an der Stelle. Weil wenn du alles verbesserst, dann macht er ja nur noch Level-Ups, aber macht keine, kannst keine Upgrades mehr machen. Ne? Da gibt es dann nur noch Heilung oder Gold halt, je nachdem, was du willst. Ach so, ja, diese Chicken. Es gibt aber noch was, eine Besonderheit. Man kann über die Kisten hier. Ach, schau mal, jetzt haben wir den Winter entwickelt. Haben wir es auch noch geschafft? Weakens Enemies Defense, das ist das Entscheidende dafür. Das ist cool. Genau, man kann später dann in den Boxen so eine Candy Box bekommen. Da gibt es eine Candy Box, da kannst du dir ein komplettes, kannst du dir ein Item raussuchen, eine Waffe. Aus dem kompletten Repertoire, die bekommst du dann. Und kannst du dann auch fertig leveln. Oder du bekommst eine Super Candy Box, da kannst du dir ein entwickeltes Item raussuchen, was richtig geil ist. Das ist ja cool. Ich guck gerade übrigens gerade nur so, das ist schon fast hypnotisierend, was da jetzt gerade hier so passiert, finde ich. An der Stelle. Das ist schon, das ist alles eingefroren. Die bewegen sich auch nicht mehr, ne? Also die kommen nicht mehr an meinen Kreis. Ich habe gesagt, das hier ist meine Linie. Und deine lustigen Lichter, die machen einfach die ganze Arbeit. Ein bisschen, ja, die machen so Hallo und so. Okay, das soll es gewesen sein für dieses wunderbare Spiel. Wir werden es wahrscheinlich nicht nochmal zeigen. Wir haben eigentlich alles gezeigt, was das Spiel zu bieten hat. Ja. Es ist eher was zum selber spielen, wenn man gemütlich ist. Richtig, ich glaube, bei den vielen Charakteren, was du an Auswahl hast und sowas, was du an Builds machen kannst, ich glaube, da bist du gut beschäftigt. Ja. Ist, glaube ich, auch so ein geiles Spiel, was du einfach mal nebenbei laufen kannst, lassen kannst, während du E-Mails beantwortest oder sowas. Eben, ne? Und man sieht es ja auch, es gibt genügend Items. Die zweite Seite ist das durch die DLCs dazugekommen. Ah, okay. Ne? Seitdem haben auch manche Items eine doppelte Entwicklung möglich, zum Beispiel das Herz. Ich finde es halt faszinierend, dass man sieht, wenn man sich mal beschäftigen würde, wahrscheinlich mal intensiv mit diesen ganzen Evolutions, was du da tatsächlich für coole Sachen rausbasteln kannst, denke ich mir. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendeine Evolution, die ich nicht wusste, kenne, was auch immer. Vielleicht sind das noch die, ne, die fehlenden Sachen in der Collection. Was dann bei dir noch da drin ist, ja, das kann auch sein, ja, klar. Na gut, also, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und tüdelü. Tschüssi. Tschüss. Viel Spaß. Ciao.